Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Singleplayer. In unserer Welt zurück zu Hause. Die neu sind, die kennen das ja noch gar nicht. Und zwar haben wir auch eine Singleplayer-Welt, die ich vor Ewigkeiten mal angefangen habe und die ich jetzt wieder neu entdeckt habe. Moment, ich muss das mal ein bisschen leiser hier machen. Und dann habe ich mir gedacht, jo, die machst du mal weiter und jetzt sind wir hier und machen weiter. So einfach ist das. Ich mache mal ein bisschen Essen erstmal. Oder hatten wir hier noch irgendwas drin? Wir hatten hier noch Eisen. Hier nicht. Ja, ich wollte sagen, dass ich nun, oder beziehungsweise heute, mit dem Hashtag Minecraft-Klängern gefragt habe, was sind denn so eure Fragen? Und ich glaube, ich werde jetzt öfter mit diesem Hashtag Fragen einholen, um die in diesem Falle hier zu beantworten. Warum? Damit wir nicht einfach nur sinnlos erzählen, was wir hier machen, sondern damit das Ganze auch ein bisschen Inhalt hat und gefüllt wird, reden wir dabei noch über irgendwas. Klingt komisch, ist aber so. In den Kommentaren meinte letztes Mal einer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, dass ich irgendwie diese Dinger auch spitzer machen sollte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das noch machen soll. Ich lasse es erstmal so. Vielleicht auch sagt ihr, ja, das ist so kacke. Macht das mal doch anders. Dann würde ich doch überlegen, schreibt es mal einfach so. So, ich nehme mal hier ein bisschen von dem Zeug mit, weil ich rübergehen wollte. Unser Weizen ist wahrscheinlich noch nicht gewachsen, ne? Nee. Hier. Nee. Naja, es geht. Viele oder manche meinten auch nimmer neues Texturenpack, weil Sphex ist ja so ein bisschen langweilig. Ich kann mal gucken, habe ich Super Hole in the Wall? Was ist das? Nee. Nee. So. Ja, ich soll ein anderes Texturenpack nehmen, weil das ja doch ein bisschen langweilig ist und das irgendwie alle haben. Ich weiß nicht, wenn ihr... Also ich finde das eigentlich ganz schön. Wenn ihr aber andere Vorschläge habt, schöne, dann schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht so ein bisschen minimalistischer. Ich finde so alte gar nicht so schön. Diese Mittelalter-Dinger, die finde ich irgendwie ein bisschen häslig. Ach, rote Wolle brauchte man hier. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Oh, Steine. Oh, Essen. Oh, das ist aber gut. Und Steine. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fragen, über die ich eigentlich reden wollte. Denn es kam ein sehr interessantes Thema rein. Und zwar von Rocket Gamer 2014. Wie findest du es, dass Let's Twister mit YouTube aufgehört hat? Darüber wollte ich ja eigentlich auch reden. Oder das war das, was ich irgendwann mal ansprechen wollte. Also warum nicht heute, ne? Haben wir da unten eigentlich Schafe jetzt mit Rot? Ja, dann gehe ich mal kurz und hole Schafe. Jetzt sind wir ganz umsonst hier hochgelaufen. Ja, also es war... Ich kann ja mal erzählen, wie das war. Und zwar waren wir im TS und haben das aufgenommen. Und haben für wie viel aufgenommen. Das kam ja, für die es nicht kennen, erst mit ihm und dann mit Revi. Und dann meinte er so, ja... Ich muss mal gucken. Zeitlich wird es ein bisschen eng bei mir. Ich glaube, das wird nichts mehr mit YouTube. Und dann habe ich gesagt, ja, überleg dir das doch nochmal. Und dann hat er sich das nochmal überlegt. Und da meinte er, nee, das bringt nichts. Ich höre jetzt auf. Und dann hat er seine Videos gelöscht. Der Kanal besteht ja noch. Also es ist nicht alles verloren. Und er meinte, er wird auch nochmal zu Gast irgendwann dabei sein können, machen, tun. Ich glaube, das kommt auch ganz gut an, glaube ich, bei euch. Aber es ist trotzdem sehr schade. Ich kann ihn dabei aber verstehen und muss sagen, in seinem Fall, ich weiß nicht, ob ich auch so gehandelt hätte, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil wir haben keine Musik mehr. Warum? So. Weil er jetzt, oder weil wir alle jetzt aus unserem Jahrgang neu an der Uni sind und deshalb... Ja, es ist quasi ein neuer Lebensabschnitt und wir haben neue Verpflichtungen. Und sowohl er als auch ich waren jetzt Leute, die in der Schulzeit nicht unbedingt sehr viel gemacht haben. Ja, das geht, also wir waren jetzt nicht unbedingt scheiße in der Schule. Also ich war jetzt nicht unbedingt gar nicht scheiße, also ich war eigentlich ganz gut.
So, er war auch ganz gut. Und wir haben halt einfach nichts gemacht. Und man hätte natürlich besser sein können. Mir ist das eigentlich relativ egal, weil ich sage, ich bin mit meinem Schnitt zufrieden. Ihm ist das jetzt wahrscheinlich auch egal, solange man den Studienplatz hat. Aber im Studium kann man das jetzt nicht unbedingt weitermachen mit der Einstellung. Und deshalb hat er gesagt, so geht das nicht weiter. Und YouTube ist etwas, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, deshalb kann er das nicht weitermachen, weil es gibt Sachen, die vorgehen. Und dazu gehört auch leider das Studium. Und deshalb hat er gesagt, nee, das ist so. Und das kann ich auch voll nachvollziehen, weil in der Schule geht es noch. Also in der Schule kann ich das noch nachvollziehen, dass man sagt, yo, das kriege ich nur unter einen Hut alles. Und beim Studium ist es was anderes. Er studiert jetzt auch was anderes als ich. Deshalb kann ich das jetzt nicht unbedingt beurteilen, wie viel er hat. Aber laut seinen Aussagen, also das, was er mir erzählt, ist es doch sehr viel. Und dann würde ich, glaube ich, auch... Es ist, ja... Man kommt sonst nicht hinterher. Und es gibt wichtigere Dinge als YouTube. Es ist leider so. Außer vielleicht für die, die das jetzt beruflich machen. Weil das ist dann deren Beruf. Aber für uns, die das nicht beruflich machen, wir brauchen ja irgendwann noch einen anderen Beruf. Und den bekommen wir dann nur zwangsläufig durchs Studium. Und deshalb... muss man das mal vorstellen. Und deshalb kann ich das auch nachvollziehen. Ich finde es jetzt ein bisschen krass, dass er alle Videos gelöscht hat. Das hätte ich so vielleicht nicht gemacht. Aber es ist nicht alles verloren. Und ich würde mal so sagen, seid gespannt. Das kann ich nur... Also es ist nicht vorbei. So kann ich das jetzt nur sagen. Ja, mach doch mal hier was anderes, ey. Mein Gott, haben wir hier nichts Schönes? Das oder... Yeah, okay, das ist gut. Hier brauchen wir ein bisschen Sand für Glas, weil wir relativ viel Glas brauchen. Wir haben noch keine Wüste gefunden, ne? Ist auch ein bisschen schlicht. Und deshalb müssen wir uns mal auf die Suche machen. Ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, so, was soll das denn? Man kann doch trotzdem weitermachen. Ich glaube, viele von euch, die nicht studieren, können sich auch nicht in die Lage unbedingt versetzen, weil es nun mal auch kacke ist. Und ich pendel jetzt zum Beispiel auch, oder ich werde auch weiterhin pendeln. Und ich komme damit relativ gut klar, aber wenn man einen vollen Stundenplan hat, dann um 8 Uhr nach Hause kommt und dann weiß, oh, man muss noch was aufnehmen für morgen, dann ist das ein bisschen kacke. Und er meinte auch, dass für ihn war das dann halt immer so eine Verpflichtung, die dann auch, ja, zum Zwang wurde, was man ja machen muss noch dann. Und man möchte eigentlich abspannen und es geht nicht. Und bei mir ist es im Moment so, dass es ein, ja, es ist so ein bisschen auch so ein Zwang, aber es ist ein schöner Zwang. Also ich mache es sehr gerne. Ich muss dann halt immer gucken, wie ich mit der Zeit so hinkomme. Deshalb kommt auch manchmal nichts. Und ich nehme das tatsächlich auch um 9 Uhr abends auf. Also 21 Uhr für morgen. Da ich aber morgen erst um 12 Uni habe, ist das okay. Und dieses Lied, ich kann das nicht ernst nehmen. Deshalb geht das auch. Mein Internet ist zwar ein bisschen kacke wegen Hochladen und so, aber es geht. Und ja, wenn man aber morgen um 8 Uhr raus muss, dann wird es jetzt nicht mehr gehen. Das ist etwas, was man unterschätzt. Und man muss es hinbekommen, das zu timen. Wir haben halt nur so... Oh, hier nicht. So. Ja, so ist das, so geht es vielen, die irgendwann sagen, es geht nicht mehr, weil andere Sachen mal vorgehen. Viele machen das auch mit der Schule. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also so ist es jetzt nicht. Dann packen wir da hier das mal in den Ofen. 5, 6, 7, 8. Und ich rede die ganze Zeit schon wieder nur über ein Thema. Denn ich wollte eigentlich nur ein zweites behandeln. Wir haben nämlich noch ein zweites hier. Beziehungsweise wir haben mehrere hier. Aber von Sandra. Für nie mehr. Hashtag Minecraft klängern. Denkst du, dass der YouTube-Hype in Anführungsstrichen noch lange anhalten wird? Oder dein? Stand da der oder dein? Das der YouTube-Hype. Ja. Ja, denke ich. Und ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern, weil YouTube einfach cooler ist. Das wissen natürlich alle. Der Vorteil an YouTube ist halt, dass du das direkte Feedback hast und dass du dir aussuchen kannst, was du guckst und andere aussuchen können, was sie selber reinstellen.
Und nein, ich wollte eine Schaufel. Ich habe nachgedacht, bevor ich was gemacht habe. Ich bin klug. Ja, es ist sonst im Fernsehen kannst du halt nur das gucken, was kommt. Und manchmal, ihr kennt ja diese Tage bestimmt, wo einfach nur Scheiße im Fernsehen kommt. Das gibt es auf YouTube nicht, weil es gibt auf YouTube so viele Sachen, dass man immer irgendwas hat. Und das ist schön. Und das finde ich cool. Und deshalb denke ich, dass YouTube auch noch weiterhin immer heftiger wird und irgendwann alle sich beim Fernsehen denken, ach scheiße, was machen wir denn jetzt? Das ist doch, die sind doch viel besser als wir. Aber das kann man nicht ändern, denn wir sind hier und die nicht. Und ich finde es immer witzig, wenn so Nicht-YouTube-Medien, also so Fernsehen oder so, oder Zeitungen zwanghaft versuchen, im Internet Fuß zu fassen. Also so auf YouTube mit so einem, ja, wir haben jetzt einen coolen Kanal, abonniert den mal. Es ist meistens so scheiße. Aber sollen sie machen, können sie, wird ja auch nicht geguckt. Ne? Das ist das Gute. Auf YouTube haben die ja wirklich das direkte Feedback, ob es kacke ist oder nicht. Und dann macht man ein Video und sieht dann, ja, halt, ich kacke halt, ne? Manche stellen dann zwar die Kommentare aus, aber wenn man dann, ja, ist, nö, geht nicht. Geht gar nicht. Nom, 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 nom. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals machen wollte. Wir schaffen erstmal nur Raum irgendwie, ne? Aber das müssen wir auch alles noch. Ja, da können wir das Feld vielleicht mal erweitern. Weil wir brauchen ja auch noch. Ach ja, wir brauchen ja noch Leder, stimmt ja. Stimmt, aber wir haben ja hier Weizen hinten, ne? Da müssen wir mal ein bisschen paaren. Ein bisschen paaren können wir mal, ne? Die Kühe. Wir sollten vielleicht nicht unser Feld kaputt drehen. Das ist scheiße. Und ich habe es immer noch nicht hinbekommen mit dem Shader. Also wenn ihr noch Tipps habt, schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn nicht, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ach man, das war noch gar nicht reif. So, dann können wir aber mal 6 Kühe paaren. Dann haben wir 3 neue. Das geht immerhin auf. Alter, hier ist auch so ein. Ja, das können wir noch nicht wegmachen, weil wir nicht genug Erde jetzt mit haben. Aber das kotzt mich auch an. Mann, das ist ja jetzt echt doof. So. Ja, wir machen hier auch Fusch am Bau, indem wir da unten noch Platz lassen. Geh mal da weg. Geh doch mal da weg. So. So, jetzt machen wir hier ein paar. Nein, nicht. Okay. Alles cool. Eine Frage schaffen wir, glaube ich, noch. Und zwar. Chrissy at Klängern, Hashtag Minecraft Klängern. Wie war dein Abischnitt? Das können wir ganz kurz beantworten, deshalb ist die Frage jetzt auch noch am Ende. Soll ich das sagen? Ich hatte einen Schnitt von 2,3 und ich bin eigentlich zufrieden damit. Also ich habe den Studienplatz bekommen, den ich wollte. Und das ist ja eigentlich nur das, was zählt. Also dafür macht man die ganze Kacke, ja. Und ansonsten wird niemand mehr danach fragen. Und ich habe relativ wenig gemacht für diese Note. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass ich so wenig gemacht habe, weil ich ihn halt bekommen habe. Und ich hätte mich geärgert, wenn ich mehr gemacht hätte, glaube ich, weil ich ein Minimalist bin in dem Falle. Und dann gesagt hätte, ja, ich hätte aber auch schon mit so und so viel meinen Studiengang bekommen. Und das brauche ich nicht sagen, weil ich es so geschafft habe. Von daher kein Grund, sich aufzuregen. Manche bereuen das natürlich, wenn sie jetzt, also ich möchte jetzt nicht sagen, macht nur ganz wenig, weil ihr kommt ja auch so über die Runden, weil manche es bereuen wirklich. Die dann, ich kenne viele, die sagen, ja, hätte ich mich mal mehr angestrengt. Ich jetzt persönlich nicht. Mir ist das voll egal jetzt, weil das auch so funktioniert hat. Ich war auch einer, der hat nie Hausaufgaben gemacht, das war das Problem. Also die Lehrer meinten immer, ja, du kannst das, du machst es nur nicht. Und das war ein Problem, aber das fand ich jetzt nicht unbedingt als Problem, weil ich so trotzdem über die Runden gekommen bin. Das ist aufregend hier. So. Nee. Ach so, wir müssen. Okay. Oh, wir haben 6. Das, ach so, wir sind jetzt, ja, wir sind ja in der neuen Version. Dann haben wir jetzt 2 Bücherregale mehr. Wie viel können wir denn? Dann stellen wir die unten noch hin. Blick auf die Uhr. Und dann können wir unten mal gucken, wie viel wir noch verzaubern können. Mit Shader sah das viel schöner alles aus. Manu. So. Zack. Zack. Und? 26. Fuck. Lapis, Lazio, Enchanting, Levels. Was? Wir können jetzt. Hä? Seit wann geht das denn? Das ist ja richtig.
Das ist ja, das wusste ich gar nicht. Mit Lapis Lazuli jetzt. Das, deshalb, ja, das ist was, zu was zu gebrauchen. Das ist ja echt krass. Das ist ja echt krass. Dann gucken wir mal, wie viel wir hier haben. Ja gut, okay. Gut, dann war's das mit dieser Folge Let's Play Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, lasst es bleiben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.